Als letztes Beispiel für isolierte DC-DC-Wandler wollen wir hier jetzt den Vollbrücken-Gegentaktwandler angucken, beziehungsweise allgemein die Gegentakt-Durchflusswandler. Der Vollbrücken-Gegentaktwandler besteht im Prinzip aus so einer H-Brücke, wie wir die beim Vier-Quadranten-Steller kennengelernt haben, auf der Primärseite. Das heißt, ich habe jetzt hier vier MOSFETs auf der Primärseite an einer Eingangsspannung UE in dieser H-Brücken-Konfiguration, nennen wir die T1 bis T4. Von den beiden Anschlüssen zwischen den Transistoren gehen jetzt Leitungen raus an die Primärwicklung eines Transformators. Und auf der Sekundärseite haben wir dann einen Gleichrichter angeschlossen. Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Machen wir die einfachste, das wäre hier ein Brückengleichrichter mit vier Dioden. Werden wir dann später nochmal genauer im Kapitel 5 über Gleichrichter uns anschauen. Und am Ausgang haben wir dann wieder so einen LC-Filter. Das heißt hier die Konfiguration wie beim Tiefsetzsteller, eine Ausgangsinduktivität, Ausgangskondensator und den Lastwiderstand, der jetzt wieder unsere Belastung am Ausgang modelliert. Hier fällt die Ausgangsspannung UA ab. Das wäre jetzt diese prinzipielle Schaltung dieses Vollbrücken-Gegentaktwandlers. Das kann man jetzt auch auf Systemebene betrachten. Das ist nämlich eigentlich zwar ein DC-DC-Wandler, aber wir haben hier unterschiedliche Teilschaltungen, leistungselektronische Teilsysteme sozusagen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir hier vorne eigentlich einen Wechselrichter. Das heißt, einen DC-AC-Wandler, wo wir die Eingangsspannung UE anschließen. Das heißt tatsächlich, diese Vollbrückenschaltung werden wir genauso als Wechselrichter kennenlernen, als Vollbrückenwechselrichter, wenn wir uns über die Wechselrichter unterhalten. Dann haben wir hier den Transformator. Und auf der Ausgangsseite haben wir dann eine Gleichrichterschaltung. Das heißt, man kann jetzt auch diesen Gegentaktflusswandler betrachten als die Kombination aus einem Wechselrichter, einem Hochfrequenztransformator und einem nachgeschalteten Gleichrichter. Und wir machen diese Funktion der Gleichspannungswandlung von einer Eingangsspannung UE in eine Ausgangsspannung UA hier entsprechend über zwei Stufen. Jetzt wollen wir die grobe Funktionsweise uns angucken. Tatsächlich werden wir hier diese Vollbrücke etwas anders ansteuern, als wir das bei dem Vier-Quadranten-Steller gemacht haben. Das Ziel wird nämlich sein, dass wir eine Spannung an dem Transformator kriegen, diese primärseitige Spannung, die keinen Gleichanteil enthält. Und wir werden uns dann anschauen, okay, welche Spannung entsteht dann hier hinter dem Brückengleichrichter. Tatsächlich haben wir hier eine sekundärseitige Spannung, U sekundär, die wird nur mit dem Übersetzungsverhältnis hier rüber transformiert sein an diesem idealen Transformator, wenn wir den so annehmen. Und hier hätten wir so eine Eingangsspannung, ich nenne die mal UE-Sec. Das wird nichts anderes sein als der Betrag der Spannung US, die wir dort kriegen. Das heißt, tatsächlich sehen wir, wenn wir hier wieder einen Verlauf rauskriegen, so eine gepulste Spannung, bildet die hier mit diesem Ausgang wieder einen Tiefsetzsteller und dann werden wir zwischen dieser Spannung und der Ausgangsspannung die üblichen Beziehungen wie beim Tiefsetzsteller haben. Das heißt tatsächlich, was wir uns angucken werden, ist, okay, wie entsteht jetzt die Spannung hier an diesem Transformator durch Ansteuern dieser Transistoren. Zunächst eine ganz kurze Erläuterung. Wir sprechen hier von Gegentaktwandlern bzw. Gegentaktdurchflusswandlern. Dieses Gegentaktwandler steht dafür, dass wir abwechselnd über zwei unterschiedliche Pfade Energie zum Ausgang liefern. Das heißt, im Gegensatz zu diesem Eintaktflusswandler werden wir jetzt nicht immer nur dann, wenn ein Transistor einschaltet, zum Beispiel Leistung übertragen, sondern wir werden Leistung übertragen, wenn T1 und T4 eingeschaltet sind. Dann legen wir eine positive Spannung an der Primärseite an und wir werden Leistung auch übertragen, wenn T2 und T3 eingeschaltet sind. Und diese Zustände werden sich jetzt in einer Periode abwechseln, sodass wir im Gegentakt einmal über T1, T4 und einmal über T2, T3 Energie am Eingang aufnehmen und zum Ausgang transportieren. Eine Besonderheit bei den Gegentaktwandlern ist, dass wir auf der Ausgangsseite hier eine Frequenzverdopplung kriegen gegenüber der Schaltfrequenz auf der Primärseite. Das heißt, takten die Transistoren hier auf der Primärseite mit 100 kHz, werden wir hier die Eingangsspannung dieses Ausgangsfilters UE-Sec kriegen mit 200 kHz. Schauen wir uns dann an, wie das funktioniert. Dazu wollen wir jetzt zwei Ansteuerverfahren betrachten. Und zwar das erste wird sein Pulsweitenmodulation und das zweite wird sein die sogenannte Phase-Shift-Steuerung. Wir betrachten dazu die Transistoren T1, T2, T3 und T4 und werden uns angucken, wie können wir jetzt eine Spannung generieren, eine
Spannung UP, die dann gleichgerichtet wird, die wir in ihrer Höhe beeinflussen können. Eine Besonderheit ist, bei der pulsweiten modulierten Ansteuerung werden wir den Zustand benutzen, den wir so beim 4-Quadranten-Stellung nicht kannten, dass alle 4 Transistoren gleichzeitig ausgeschaltet sind. Das heißt, wir werden einen Zustand haben, wo wir hier auf der Primärseite keinen Schalter eingeschaltet haben. Die Spannung auf der Primärseite wird 0 Volt sein. Und am Ausgang wird der Laststrom, der hier in die Induktivität reinfließt, Strom durch die Induktivität, wird dafür sorgen, dass alle 4 Dioden gleichzeitig leitend sind und damit sozusagen auch die Sekundärseite des Transformators kurzgeschlossen ist. Wie funktioniert jetzt diese PWM-Ansteuerung? Bei der PWM-Ansteuerung werden alle Transistoren mit der gleichen Einschaltzeit angesteuert, wobei T1 und T4 gleichzeitig angesteuert werden und T2 und T3. Aber T2 und T3 werden um eine Halbperiode verzögert angesteuert. Wir wollen das mal kurz aufmalen, was das bedeutet. Das heißt, ich werde jetzt hier mal diese Zeitverläufe darstellen für diese PWM-Steuerung. Das heißt, ich habe jetzt das hier vorbereitet mit diesem Diagramm. Jetzt wollen wir anfangen. Tatsächlich die Ansteuerung, wie gesagt, wollen wir über eine Periode T der primärseitigen Transistoren betrachten und dann werden jetzt hier, wie gesagt, T1 und T4 gleichzeitig für die Dauer D mal T eingeschaltet. Kriegen dann zum Beispiel so einen Verlauf für die Steuerspannung T1. Das heißt, hier werden wir wieder ein, dort aus. Das gleiche bei T4. Es wird natürlich genauso jetzt gelten wie bei dem 4-Quadrant-Steller, dass jetzt T2 und T3 nie dann gleichzeitig eingeschaltet sind, wenn T1 und T4 eingeschaltet sind, damit wir hier keinen Brückenkurzschluss kriegen. Diese beiden werden jetzt aber gleichzeitig eingeschaltet um eine Halbperiode versetzt mit derselben Einschaltzeit. Das heißt, wenn hier die Einschaltzeit D mal T ist, dann werde ich bei T2 und T4 dieselbe Einschaltzeit kriegen, nur dass diese sozusagen eine Halbperiode später eingeschaltet sind. Und dann können wir uns jetzt überlegen, welche Spannungen wir sowohl an der Primärseite als auch nach diesem Brückengleichrichter haben. Das heißt, wir haben hier über diese eine Periode eigentlich 4 unterschiedliche Zustände. In diesem ersten Zustand haben wir T1 und T4 gleichzeitig eingeschaltet. Dann wird die Spannung UP gleich plus UE sein. Das heißt tatsächlich, wenn wir das so einschalten, hier bis zu diesem Zeitpunkt kriegen wir die Spannung plus UE an der Primärseite des Transformators. Dann haben wir diesen Zustand, wo alle 4 Transistoren auf der Primärseite, alle 4 Schalter offen sind. Das wird dazu führen, dass jetzt hier der Strom durch die Induktivität auf der Sekundärseite sich gleichmäßig verteilt über all diese 4 Dioden. Das heißt, die Hälfte des Stroms fließt über diese eine obere Diode, die andere Hälfte hier drüber und dann entsprechend auch über die unteren, sodass hier auch eine Spannung von 0 Volt entsteht. Dadurch haben wir dann hier den Fall, dass wir auch auf der Primärseite dann eine Spannung von 0 Volt kriegen. Dort kann kein Strom fließen, dort haben wir in diesem kurzen Intervall eine Spannung von 0 Volt. Dann schalten gleichzeitig T2 und T3 ein. Wir kriegen dann die Spannung minus UE an der Primärseite des Transformators, weil wir hier sozusagen nur die Anschlüsse vertauschen. Wenn hier der Plusanschluss ist, hier der Minusanschluss, dann haben wir jetzt im zweiten Fall den Plusanschluss oben und den Minusanschluss unten. Ah, tatsächlich, Achtung, hier tatsächlich wäre es andersrum, wäre es genau gucken, wenn ich die Spannung so definiere, hätten wir zuerst die Spannung minus UE, dann 0 und dann plus UE, weil wir ja über T4 diesen oberen Anschluss nach Masse legen. Und dann würde so den Verlauf kriegen. Und das wären jetzt die primärseitigen Spannungsverläufe bei diesem Gegentaktflusswandler. Tatsächlich abwechselnd positive wie negative Spannung am Transformator. Das hat zum Vorteil, dass wir jetzt das Kernmaterial dieses Transformators besser ausnutzen. Wir steuern den in beide Richtungen aus und können dann in derselben Bauform größere Leistungen übertragen, als wir das beispielsweise mit einem Eintaktflusswandler können. Was kriegen wir dann bei dieser gleichgerichteten Sekundärspannung? Natürlich die mit dem Übersetzungsverhältnis gewichtete Primärspannung und davon den Betrag. Das heißt tatsächlich, wenn wir das hier einmalen, kriegen wir hier eine Spannung, die positiv sein wird, auf den Wert n sekundär zu n primär mal UE während dieses Intervalls springt, dann 0 ist und dann während des zweiten Intervalls auch auf den Wert n sekundär zu n primär springt. Und dann sehen wir hier, dass tatsächlich auf der Sekundärseite wir eine Frequenzverdopplung haben, beziehungsweise die Periodendauer sich halbiert. Und wir können jetzt über Variation der relativen Einschaltzeit d mal t hier
den Wert dieser PWM-Spannung einstellen und damit auch den Wert der Ausgangsspannung, weil tatsächlich die Ausgangsspannung wird hier nichts anderes wieder sein, wie beim Tiefsetzsteller auch der Mittelwert dieser Spannung, den wir dort kriegen. Das heißt, UA ist nichts anderes als UE-Sec, davon der Mittelwert genommen. Das brauchen wir jetzt nicht weiter betrachten, weil tatsächlich verhält sich dann hier, wie gesagt, die Sekundärseite wie ein Tiefsetzsteller. Diese Spannung wird dann hier dafür sorgen, dass wir wieder diesen dreieckförmigen Stromverlauf kriegen. Wir können diskontinuierlichen, kontinuierlichen Betriebsmodus haben und so weiter. Das war jetzt der Zeitverlauf für die Ansteuerung mittels dieser PWM. Jetzt wollen wir noch das zweite angucken. Wir haben also jetzt zunächst die PWM-Ansteuerung betrachtet. Jetzt wollen wir diese Phase-Shift-Ansteuerung betrachten, weil die sozusagen was Neues ist. Wie funktioniert das? Alle Transistoren werden bei dieser Phase-Shift-Ansteuerung mit einer Einschaltzeit T halbe angesteuert werden. Das heißt tatsächlich, jede dieser Halbbrücken wird mit in Anführungszeichen Tastverhältnis von 50% eingeschaltet werden. Aber wir werden jetzt Folgendes haben. Die Ansteuerung erfolgt phasenverschoben bezogen auf die beiden Halbbrücken. Auch das kann man am besten verstehen, wenn man uns die Zeitverläufe anguckt. Dann habe ich das jetzt auch hier wieder vorbereitet und wir wollen uns das angucken. Was bedeutet das jetzt bei dieser Phasenverschiebung? Tatsächlich haben wir hier diese beiden Halbbrücken. Das heißt hier die Halbbrücke A, hier die Halbbrücke B. Und beide werden jetzt mit einem Tastverhältnis von 50-50 angesteuert. Das heißt T3, T4 sind jeweils gleich lang ein, genauso wie T1 und T2. Aber die Ansteuerung erfolgt zwischen diesen beiden Phasen verschoben. Schauen wir an bei T1, T2 dieser Halbbrücke, was das bedeutet. T1 wird also eine Einschaltzeit von 50% haben. T2 wird ebenfalls eine Einschaltzeit von 50% haben, aber natürlich invertiert zu T1, damit wir hier keinen Brückenkurzschluss kriegen. Das heißt, tatsächlich habe ich hier T halbe Einschaltzeit, genauso wie hier. Das ist zunächst mal die grundsätzliche Idee. Was passiert jetzt bei dieser zweiten Halbbrücke? Wir werden dort dieselbe Konfiguration haben, der Einschaltzeiten, auch jeweils 50%, aber die Prozesse laufen jetzt um eine Phasenverschiebung ab, um so eine Zeitdauer Phi oder Phasenverschiebungswinkel Phi. Das heißt, T3 wird auch für eine Halbperiode einschalten, aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo T1 einschaltet, sondern um diesen Wert Phi hier verschoben, um diese Phasenverschiebung. Und wie sieht das jetzt bei T4 aus? T4 muss natürlich das invertierte Signal zu T3 darstellen, auch mit einer Einschaltdauer von der Hälfte der Periodendauer. Dann kriegen wir dieses Schema. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir hier auch wieder vier unterschiedliche Intervalle während einer hochfrequenten Schaltperiode. Das heißt, wir sehen, wir haben diese vier Abschnitte letztlich. Im ersten Abschnitt sind T1 und T4 eingeschaltet, und zwar während dieser Dauer Phi. Wenn T1 und T4 eingeschaltet sind, dann kriegen wir jetzt hier die Spannung minus UE für UP. Haben wir jetzt T1 und T3 eingeschaltet, haben wir jetzt eine dieser Freilaufphasen, die wir kennengelernt haben beim 4-Quadranten-Steller, haben also hier 0 Volt primärseitig. Und erst dann jetzt hier nach der Halbperiode, wenn jetzt gleichzeitig T2 und T3 eingesteuert sind, haben wir wieder eine Spannung auf der Primärseite. Und zwar haben wir dann die Spannung plus UE angelegt. Auch wiederum für diese Zeitdauer Phi, für diesen Ansteuerwinkel Phi. Und dann sehen wir auch hier wieder sozusagen im Gegentakt abwechselnd positive wie negative Spannung, und den Wert, den Mittelwert dieser Spannung werden wir dann wieder steuern können, beziehungsweise den positiven und negativen Mittelwert werden wir wieder steuern können jetzt über diese Phasenverschiebung Phi. Die Transistoren werden aber alle mit 50% angesteuert werden, das heißt immer gleich lang leitend sein. Auf der Sekundärseite kriegen wir natürlich wieder mit diesem Übersetzungsverhältnis gewichtet die Spannung und dann hier am Ausgang des Gleichrichters den Betrag davon. Das heißt, dann kriegen wir hier während dieser Zeitdauer von 0 bis Phi die Spannung N sekundär zu N primär mal UE, dann wieder 0, dann hier wieder N sekundär mal N primär, N sekundär durch N primär mal UE und so weiter. Und wir sehen auch hier wieder, wir haben diese Frequenzverdopplung auf der Sekundärseite und können jetzt über diese Phasenverschiebung Phi auch hier den Mittelwert der Spannung steuern und damit die Ausgangsspannung. Das ist dann dieses sogenannte Phase-Shift-Verfahren, was wir bei dieser Vollbrücke kennen. In einer speziellen Variante nutzt man das noch mit einer zusätzlichen Induktivität in Serie zu der Primärwicklung, um ein sogenanntes Zero-Voltage-Switching zu kriegen, dass wir einen schaltentlasteten Betrieb am Schaltverluste reduzieren können in dieser Vollbrücke.
Der Vollrücken-Gegentaktwandler ist eigentlich die Schaltung, die bis zu den höchsten Leistungen eingesetzt werden kann, weil sie einerseits den Transformator sehr gut ausnutzt und auf der anderen Seite hier eine sehr hohe Spannung an die Primärseite anlegen kann. Diesbezüglich die Schaltung, mit der man vermutlich die meiste Leistung übertragen kann bei gleicher Dimensionierung der Halbleiter-Bauelemente.